Geschichten. Versteckte Kamera zeigt, was diese Ärzte mit einem Patienten während einer Operation gemacht haben. Diese Chirurgen wussten das nicht. Eine Kamera hat alle ihre Handlungen aufgezeichnet. Der Operationssaal hat das dokumentiert. Operationen des medizinischen Teams? Ach, das wusste ich nicht. In der Ecke stand eine Kamera, die sich um 360 Grad drehte und alles aufnahm, was sie taten. Das medizinische Team bestand aus Neurochirurgen, Neurologen, Radiologen, Onkologen, Anästhesisten und 8 Krankenschwestern. Sie waren ein kleines Heer, was auch notwendig war, um den Kampf zu gewinnen, den sie nun beginnen wollten. Es dauerte Monate, um dieses Team zusammenzustellen. In den Wochen vor der Operation fanden viele Besprechungen statt. Es wurden Simulationen durchgeführt und sichergestellt, dass jeder seinen Beitrag leisten konnte. Die wussten, dass es sich um ein Team von Medizinern mit mehr als 10 Jahren Erfahrung handelte. Der Patient war vorbereitet und lag nun in einem Krankenhauskittel in seinem Bett, bewusstlos. Ihre herzförmigen Lippen waren trocken und blass. Es lagen Schatten in ihren Augen, die mit ihren Wimpern harmonierten. Trotz ihres Zustands war die Patientin in gutem Zustand. Das Team war in hervorragender Verfassung und zuversichtlich, dass es gut arbeiten würde. Schließlich würde die Operation gut verlaufen. Aber das Team hatte einen anderen Plan als der Rest. Ein Geheimnis, das nur 3 von ihnen kannten. Sie hatten beschlossen, etwas zu tun, das sie nicht wusste. Es gab eine Kamera, zuschauen würde. Die Kamera war gut positioniert, mit hoher Auflösung und Qualität und übertrug klare Bilder in die Cloud um 8:30 Uhr. Die Operation begann am Samstag und sollte mindestens 24 Stunden dauern. Es würde Stunden in Anspruch nehmen, aber sie konnten das tun. Ich kann nicht sicher sagen, da niemand vorhersagen konnte, welche Herausforderungen auftreten würden. Die 3 männlichen Ärzte hatten einen geheimen Plan für den Patienten, der zufällig ausgewählt wurde. Sie waren die 3 Ärzte, die die Operation durchführten, während andere Ärzte eine mehrstündige Pause einlegten. Für diese 3 Ärzte gab es keine Ruhe, außer um zur Toilette zu gehen oder Flüssigkeit aufzunehmen. Sie hatten die wichtigste Rolle in dieser etwa 8 Stunden dauernden Operation. Es war Zeit für den ersten Schichtwechsel. Während anderer Schichten waren die Ärzte für einige Stunden erleichtert und wollten sich ausruhen. Die Krankenschwester jedoch ließ keinen Platz für sie, indem sie bestand, dass sie stark genug sei, um weiterzumachen. Die 3 Ärzte warfen ihr einen missbilligenden Blick zu, weil sie sich nicht wie die anderen einfügten. Pause. Sie mochten das überhaupt nicht und überlegten, wie sie sie dazu bringen könnten, dies zu tun. Könnte schnell erledigt werden. Der Name der Krankenschwester war Abigail und sie stellte für das Trio eine Art Muster für sie und ihre Art dar. Sie hatten den Operationsplan erstellt. Ich war misstrauisch. Sie verstand nicht, warum sie alle außer ihnen wollten. Sie glaubten, dass sie einen Plan hatten, da die chirurgischen Assistenten für die nächste Schicht eine ganze Stunde Zeit hatten, bevor sie eintraf. Das bedeutete, dass 3 männliche Ärzte, fast ein Team von 30 Ärzten allein, Operationen mit einem attraktiven Vorteil durchführen würden. Der Patient wäre ohne sie. Eine Person musste den Gedankengang der Ärzte erkennen. Sie erhoben sich trotz ihres Zustandes. In einem höflichen Ton stellte sich Abigail ihr entgegen. Ruhig sagte sie, dass sie bleiben würden. Ihre Worte klangen wahr für die Zuhörer. Sehr aggressiv, dann senkte sie den Ton und sagte, dass sie keine Probleme verursachen wolle. Ehrlich gesagt, wollte ich nur zusehen und unterstützen, wo ich konnte. Der Arzt konnte sich vor Wut die Augen reiben und wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem Patienten zu. Abigail hielt den Atem an, da sie sich nicht sicher war, ob sie die Erlaubnis erhalten hatte, zu bleiben. Und wie sie vermutete, unterbrach einer der Ärzte die Operation, ging zu ihr und packte ihren Ellenbogen, um sie zur Tür zu bringen. Er öffnete sie, schob sie hinaus und schloss sie wieder. Der Zorn stieg ihr in die Augen, ihre Halsvenen traten hervor und ihr Gesicht pulsierte vor Wut über seine Unverschämtheit, egal wie. Das Trio war immer allein in diesem Raum und sie war bereit, alles zu tun, um sie auf frischer Tat zu ertappen. Abigail vertraute den Ärzten kaum. Sie war der Meinung, dass viele von ihnen egoistische Idioten seien. Sie kümmerten sich nur um sich selbst. Als sie jung war, wollte sie Ärztin werden. Sie war intelligent und hatte sich in der Schule in naturwissenschaftlichen Fächern hervorgetan. Die Lehrer prophezeiten ihr eine glänzende Zukunft. Doch die Gemeinschaft, in der sie lebte, war traditionell
und ihre Eltern hatten rückständige Ansichten. Sie wehrte sich gegen die Vorstellung, dass sie viel Geld hatte und Zeit verlor, um Ärztin zu werden. Sie wollten, dass sie ein bestimmtes Bildungsniveau erreichte. Doch die Männer hatten nicht mehr Bildung als sie. Mit wem sollte sie sich verheiraten? Sie wollte das. Sie heiratete einen Mann, den sie mochte, und bekam Kinder mit ihm. Sie lebt glücklich bis ans Ende ihrer Tage, bitter wegen ihrer Vorurteile. Abigail wollte ihr das zeigen. Sie hatte große Mühe, das Gegenteil zu beweisen, und arbeitete hart, um ein Stipendium zu bekommen. Das Biologiestudium forderte viel von ihr. Ihre Kollegen nahmen Medikamente, aber sie wollte studieren. Strenge Kriterien scheiterten, besonders bei den Frauen, die entmutigt waren, und ihre negative Haltung wirkte sich stark auf Abigail aus, die sich in den medizinischen Prüfungen befand. Die meisten von ihnen scheiterten. Die Verstorbenen waren Männer und sie waren froh, aber auch glücklich. Männer wurden von ihren Befugnissen missbraucht und zeigten keine Mitgefühl. Das tat weh. Um den Fortschritt zu beobachten, musste sie sich ermutigen. Abigail musste Krankenschwester werden und arbeitete unermüdlich auf ihrem aktuellen Niveau, was sie verletzte. Immer wenn ein Arzt in ihrer Nähe war, waren auch ihre Vorteile eingeschränkt. Der lange Widerstand im Operationssaal, um wie die anderen zu bleiben, ließ sie dies als ihre Pflicht betrachten, den unschuldigen Patienten zu schützen. Es war sie, die die Operation schließlich durchführt. In der Meinung, dass Männer grundlegende Instinkte hätten und in der Lage seien, die bewusstlose Frau auszunutzen, hatte Abigail schlechte Erfahrungen mit Ärzten gemacht und hässliche Dinge von ihren Patienten gehört. Sie tat, was sie konnte, und entkam. Aber es gab nur einen Arzt für Abigail insgesamt. Dr. Mario, ein Arzt in den 60er. Ein Ort half dabei, das Krankenhaus, das sie in sein Büro brachte und um Hilfe bat. Dr. Mario saß hinter seinem Schreibtisch, lehnte sich in seinem Drehstuhl zurück und stützte das Kinn auf die ineinandergelegten Hände vor ihm. Der Laptop stand vor ihm offen. Als er ihn berührte, runzelte er die Stirn in Konzentration. Seine Stirn und sein linkes Knie verkrampften sich, und es war offensichtlich, dass ihn etwas beunruhigte. Bald klopfte es an der Tür. Verzweifelt ging er zur Tür und sah, wie Abigail fast umfiel. Sie atmete schnell und erklärte ihm, wie das Trio sie aus dem Operationssaal geworfen hatte. Sie erwartete, dass er empört wäre. Er blieb ruhig. Sie verstand das, und er hatte auch keinen großen Groll gegen die Ärzte nach dem, was sie ihm angetan hatten. Dr. Mario war ein Onkologe mit über 40 Jahren medizinischer Erfahrung, und er wollte, dass er lügt, litt unter der Operation und war verärgert, als er Mitglied des Krankenhausvorstands wurde. Die Ablehnung wurde beseitigt. Dr. Mario galt als unwürdig für eine Operation und er hatte entsprechende Konsequenzen zu tragen. Er unterstützte seine Denkweise und die Autorität, die er zur Verteidigung nutzte. Um dies zu nutzen, behauptete er, dass seine mentale Stärke die eines kompetenten Chirurgen sei und dass er der Art von Arzt war, der Risiken vor einer Operation abwägt. Diese Operation ist gefährlich, weshalb er jedes Jahr mehr und mehr verdient. Er nimmt weniger Patienten an, weil er so gut ist. Einer der Ärzte kann das daraus berechnen. Der Krankenhausvorstand verspottete ihn. Sie sahen Dr. Mario als eine Erweiterung von Dr. Mario selbst, als eine Art Arzt, dem Anerkennung und Ruf wichtiger sind als das Leben eines Patienten. Das machte wirklich Sinn. Dr. Mario nahm nur Operationen an, bei denen der Erfolg zu 100% garantiert war, auch wenn die Chancen 50-50 standen. Glücklicherweise tat er sich mit einem anderen Professor zusammen, damit, im Falle von Komplikationen, ein anderer Arzt eingreifen konnte. Aber, wenn alles gut lief, war er derjenige, der die Ware brachte. Dr. Mario fühlte, dass diese Operation für die drei Ärzte die wichtigste war. Sie würden bei dem Verfahren eine historische Rolle spielen. Und er wollte ein Stück dieses Ruhms erlangen. Er war nicht mehr auf dem Höhepunkt seiner Karriere und konnte nicht direkt teilnehmen. Aber er wusste, dass die drei Ärzte außergewöhnliche Fähigkeiten hatten und dass die Operation ein Erfolg werden könnte. Sein Assistent musste nur im Raum sein, aber der Krankenhausvorstand wies das bitter ab. Dr. Mario setzte alles daran, um sicherzustellen, dass das Trio einsatzbereit war. Auf die eine oder andere Weise scheiterte er. Er rief Abigail an, um einen Blick darauf zu werfen. Sie arbeitete an ihrem Laptop. Es dauerte eine Weile, bis sie verstand, was vor sich ging. Sie schaute hin, aber dann stockte ihr der Atem, als ihre Frage unterbrochen wurde. Sie sah Dr. Mario an, der spielte.
Er lächelte. Er hatte heimlich eine Kamera im Operationsbereich installiert und alles aufgezeichnet. Die Ärzte hatten das gemacht. Er wollte Beweise für Fehlverhalten sammeln, um sie dann zu entlassen und ihre Lizenzen zu widerrufen. Abigail konnte zufrieden lächeln, als sie das tat. Sie hatte von seinem Plan gehört und unterstützte ihn voll und ganz. Sie schloss sich ihm an, um die Ärzte auf frischer Tat zu ertappen, sie zu fassen und sie streng zu bestrafen. In der Zwischenzeit waren die drei dort. Die Ärzte Davis, Henry und Charles, bei der schwierigsten Operation ihres Lebens. Die Ärzte hatten fast 30 Jahre Erfahrung und galten einige der größten Spezialisten auf ihrem Gebiet. Ihre Fachgebiete waren zwei Neurochirurgen und ein Neurologe. Sie waren beruflich sehr engagiert bei ihren Patienten, was ihnen half, obwohl es seit dem Studium schwierig war. Sie hatten sich weitergebildet, um ihre Fähigkeiten zu verbessern und sich zu perfektionieren. Davis, Henry und Charles. Sie kannten sich auch schon lange, seit dem ersten Semester. Sie hatten sich sofort kennengelernt und wurden Freunde. Sie unterstützten sich gegenseitig in ihrem schrittweisen Fortschritt im medizinischen Beruf. Sie hatten so viel zusammen erlebt, dass es sich in etwas Wunderbares verwandelt hatte. Die Synergie war immer da, wenn jeder von ihnen zusammenarbeitete. Sie kannten die Stärken und Schwächen des anderen, sodass sie sich ergänzten, was zu großer Effizienz führte. Die drei schafften es, dies eine Stunde lang zu tun, indem sie die weniger langweiligen Teile der Operation reduzierten. Sie machten das allein und dann wiederholten sie es. Assistenzpersonal zur Unterstützung war essentiell. Patientin Frau Lucia war jemand, den sie fast abgelehnt hätten, als sie eintraten. Das Krankenhaus kam und half bei ihrem Zustand. Ihr Aussehen schien ein inneres Licht auszustrahlen, das Davis sah und von dem er wusste, dass die Welt es brauchte. Er wollte alles in seiner Macht Stehende tun, damit die Krankheit nicht fortschritt. Davis, der Neurologe war, wusste, dass er die Operation nicht allein durchführen konnte. Tatsächlich konnte er sie nur mit der Unterstützung eines weiteren Assistenten durchführen. Seine beiden Freunde zwangen ihn dazu. Die Neurochirurgen, Henry und Charles, fanden es nicht schwierig, Henry zu überzeugen, zu helfen. Aber Charles hatte Schwierigkeiten. Er behauptete, dass seine Freunde Davis und Henry ihn immer in gewagte Pläne einbezogen hätten und dass sie ihn eines Tages in komplizierte Situationen ziehen würden, was ihn sicher in große Schwierigkeiten bringen würde. Charles fürchtete, seine Glaubwürdigkeit als Neurochirurg zu verlieren, wenn die Dinge nicht gut liefen. Er kam zu den drei Freunden, die alle aus ärmeren Verhältnissen stammten, und war sich sicher, dass keine Beziehung ihn im Falle eines vermeidbaren Unfalls beeinflussen würde. Die Freunde gaben ihm ihr Wort, dass sie ihn schützen würden, egal was passierte. Henry bemühte sich, sich daran zu erinnern, warum sie zusammen waren. Ihre Karriere hatte sich in den ersten Jahren des Studiums viel schneller entwickelt als die vieler ihrer Kollegen. Henrys Mutter hatte eine Krankheit, die damals als unheilbar diagnostiziert wurde. Es gab die Möglichkeit, die Krankheit zu verlangsamen, wie im Fall von Lucia. Aber die meisten Ärzte scheuten sich vor dem Verfahren, weil es zu riskant war. Leider hatte Henry seine Mutter verloren. Ein halbes Jahrzehnt später entwickelten einige mutige medizinische Forscher, die große Risiken eingingen, eine Behandlung und setzten sie erfolgreich ein. Charles war bei Henry und erinnerte sich an das Versprechen, das er ihm damals gegeben hat. Das Versprechen lautete, dass sie alles tun würden, um einen Patienten zu retten, egal, es kostet. Endlich überzeugt, traf sich Charles mit seinen Freunden, Anästhesisten, Neurologen, interventionellen Radiologen und Onkologen, um einen umfassenden Behandlungsplan für Lucia zu erstellen. Sie benötigten viele Wochen mit Schlaflosigkeit, Nächten und umfassenden Untersuchungen, um zu verstehen, wie die Operation bestmöglich durchgeführt werden sollte. Die Herausforderungen kamen hauptsächlich von der Krankenhausverwaltung, die skeptisch war, da eine solche Operation in ihrem Krankenhaus noch nie durchgeführt worden war. Sie wollten keine monstrosen Ergebnisse schaffen. Die Ärzte hatten ihren Ruf und Henry, Davis und Charles waren besorgt darüber, wie sie das Verfahren ohne Risiken durchführen könnten. Ich hatte eine Diskussion mit Dr. Mario, der immer wieder versuchte, die Pferde hinter dem Vorhang zurückzuhalten, um sie zu vermeiden, es aber nicht schaffte. Der Patient war mit Problemen auf beiden Seiten konfrontiert, dem Aneurysma und einem Humanoblastom. Die Operation war heikel.
Sie mussten eine Klammer am Aneurysma anbringen, um den Blutfluss zu stoppen und gleichzeitig Tumore im Hirnstamm entfernen. Der Hirnstamm ist für die Kontrolle lebenswichtiger Funktionen wie Atmung, Herzschlag und Schlucken verantwortlich. Wenn ein Neurochirurg während der Operation einen Fehler macht, kann dies dazu führen, dass der Patient nicht mehr funktioniert oder sogar stirbt. Insgesamt wurden 6 chirurgische Eingriffe an Lucia durchgeführt. Obwohl die Ärzte sich im Voraus vorbereitet hatten und gesagt hatten, dass die maximale Operationsdauer einen Tag, also 24 Stunden, betragen würde. Die Operation zog sich hin und es gab viele Gefahren während des Prozesses. Schwierige Entscheidungen führten dazu. Sie waren sehr fokussierte Ärzte und reagierten heftig auf jede Ablenkung, einschließlich der Krankenschwester Abigail, die sich ebenfalls über sie ärgerte. Die kämpften gegen Wellen von Schläfrigkeit, Hunger, Müdigkeit und Schwindel. Einmal zitterten Scarfs Hände so sehr, dass er beschloss, einige Minuten zu pausieren und etwas Saft zu trinken, bevor er weitermachen konnte. Es blieb nur noch der letzte Tumor zu entfernen und die Wunde zu nähen. Lucias Blutdruck war auf einem gefährlich niedrigen Wert und sie fiel ins Koma. Die Freunde stießen einen Seufzer aus, konnten nicht glauben, dass sie das Schlimmste der Operation durchmacht. Zumindest überlebte sie. Dachte, sie wären plötzlich entmutigt. Davis schüttelte den Kopf und weigerte sich, die Niederlage zu akzeptieren. Jetzt war die Zeit gekommen. Vergiss die Pläne, die wir gemacht haben. Das Geheimnis ist, dass es Zeit für Freunde ist. Davis sagte mit weit aufgerissenen Augen und voller entschlossener Entschlossenheit, sich genau wie geplant zu verhalten. Davis beugte sich mit dem Kopf nahe an Lucias Ohr und sie begann an all die Dinge zu denken, die sie nach der Operation erledigen musste. Er wollte, dass Henry und Charles sich ihm anschlossen und sprach darüber, wie man eine Hochzeit beschreibt und welche Fantasien sie, Prominente, haben. Das Trio zeigte ein Maß an Zuneigung, das weit über das hinausging, was man erwarten konnte. Das ist normalerweise von Ärzten zu erwarten. Die Ärzte wussten, wie wichtig das war. Die Operation war der Punkt, an dem ihre Karrieren auf dem Spiel standen. Von da an begann die Krankenhausleitung, sie darauf hinzuweisen, dass im Falle eines Fehlers bei der Operation ein Bericht geschrieben und einem Ausschuss vorgelegt werden müsste. Die müssten für die Aberkennung ihrer ärztlichen Lizenz verantwortlich gemacht werden. Deshalb hatten die Ärzte alles geplant, um die Operation erfolgreich zu gestalten. Der MP3-Player flüsterte und Davis griff schnell nach dem Musikspieler. Er schaltete ihn ein und Lucia hörte ihr Lieblingslied. Es war "Hoy Posso Te Amar". Davis erzählte, dass dieses Lied eine große Bedeutung in einem der Tiefpunkte seines Lebens hat. Das Lieblingslied gewann an Kraft und Widerstandsfähigkeit und zeigte sich, wenn die Besorgten erwarteten, dass die Musik spielte. Die Ärzte hörten zu und unterstützten die Entscheidung, da Lucia sich in diesem Moment befand und sie stark bleiben musste, falls etwas schiefgehen sollte. Die Ärzte verfolgten heimlich einen geplanten therapeutischen Ansatz. Diese Kommunikation ist bekannt als eine Technologie, die von medizinischen Fachleuten verwendet wird, um mit Patienten im Koma oder vegetativen Zustand umzugehen. Sie wird verwendet, um das Gehirn zu stimulieren und die Genesung zu ermöglichen. Die Unterstützung dieses Ansatzes basiert auf der Überzeugung, dass Patienten, auch wenn sie nicht reagieren können, immer noch Geräusche machen können, einschließlich dem Hören von Stimmen und Musik. Fachleute fördern die Gehirnaktivität in dem Glauben, dass dies die Wahrnehmung und Genesung verbessert. Ermutigung und emotionale Unterstützung sind das Angebot, das sie als endgültige Lösung geplant hat, falls alles andere scheitern soll. Nun schien die Situation vielversprechend. Sie hofften nur, dass alles gut gehen würde. "Das wird funktionieren, du schaffst das", sagte Charles, der kurz vor den Tränen stand, voller Angst, Lucia zu retten. Wie ein Schmetterling, der aus seinem Kokon schlüpft, atmete Lucia plötzlich erleichtert auf. Wunderbarerweise normalisierte sich ihr Blutdruck und alle feierten begeistert. Die Behandlung hatte funktioniert, Davis sagte, und die Ärzte umarmten sich. Kurz darauf wurde die Operation abgeschlossen. Nach den 32 Stunden intensiver Anstrengung war Lucia erschöpft, aber am Leben. 3 Ärzte lagen auf dem Boden. Wir waren überglücklich, dass sie lebte, schlief und sich sicherlich erholen würde. Inzwischen waren Abigail, Dr. Mario und die Mitglieder des Krankenhausvorstands sprachlos. Dr. Mario hatte eine Bildpräsentation vorbereitet.
Diese Bilder veranschaulichten die Situation. Dr. Mario bestand darauf, dass alle sie sich ansahen, auch wenn es keine guten Nachrichten gab. Doch die Erwartungen wurden übertroffen. Zur allgemeinen Überraschung fanden die Ärzte nichts Negatives. Tränen des Erleichterung und der Freude wurden vergossen, während die Ärzte Lucia besangen, ihre Hand hielten und sie liebevoll trösteten. Sie unterstützten sich gegenseitig und waren die ganze Zeit über glücklich, selbst als Lucias Herzschlag wieder normal wurde. Die Ärzte erhielten Anerkennung und Lob aus der ganzen Welt. Dr. Mario sah sich Kritik gegenüber, aber die Wahrheit über Abigail wurde enthüllt. Es gibt immer noch außergewöhnliche Ärzte. Schließlich erholte sich Lucia vollständig und blieb bei den Ärzten, die alles gegeben hatten, um ihr Leben zu retten. Erzählt uns in den Kommentaren, wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören. Bis zu unserem nächsten Treffen.